bildlich darstellen. Wurzeln kann nur da wachsen, wo wir auch noch Boden haben. Und die Städer, die wachsen auf Beton. Die können sich gar nicht mehr verwurzeln. Und deshalb ist die Sehnsucht nach Natur, nach Ursprünglichkeit, die man gar nicht kennt, kennt man gar nicht mehr. Die ist aber vorhanden im Menschen und deshalb kommen diese Sachen zustande. Und das bedient die Biobranche? Das bedient die Biobranche, ja. Absolut. Das ist alles Bio jetzt, Herr Bär? Das ist alles Bio, ja. Hier runter bis da oben drauf, verschiedene Kulturen, Treviso. Bis da hinten bis zu da dem... Hinten, genau. Das ist Bio-Eissalat, der hier wächst in mehreren Sätzen. Hier und hier rüber auch. Das ist ja Unmengen. Aber diese Unmengen sind bedroht, vom falschen Mehltau zum Beispiel. Ein Pilz, der in unseren Breitengraden ständig vorkommt. Ich nehme mal hier ein Blatt. Und dann haben Sie hier diese Aufhellung, können Sie sehen? Hier das? Ja, genau, die Aufhellung. Ja. Und das ist ein Mehltaupilz, Sie sehen auch den Mehltaubelag. Und wie viel Ernteausfall haben Sie denn dann durch so Mehltau? Im Herbst nimmt das gewaltig zu, da kann das bis 100% sein. Das 100% kann, des Feldes? Das kann sein, dass ein ganzes Feld abgeht in Mehltau. Oh. Ja, das ist möglich, können Sie nichts machen. Aber der ist nicht nur bei Biosalat. Den gibt es im konventionellen auch, aber im konventionellen Anbau gibt es Fungizide, das heißt also pilzbekämpfende Mittel, während er hier mit Kupfer bespritzt werden kann. Also Sie spritzen das dann auch? Da wird Kupfer gespritzt. Und so Kupfer wird denn der im konventionellen auch eingesetzt? Nein, das nehmen wir nicht mehr. Es ist zwar erlaubt, aber die Wirkung ist dermaßen schlecht, das wäre wirklich dann Umweltverschmutzung, wenn wir die im konventionellen Anbau einsetzen würden. Wieso ist Kupfer Umweltverschmutzung? Naja, Sie können schon mit Kupferpräparaten, wenn Sie die zu häufig einsetzen, können Sie eine Kupferanreicherung schon in den Boden bringen und die ist also weder fürs Bodenleben noch sonst gut. Kupfer ist schon ein problematisches Teil, ne? Schädlich für die Umwelt, das genau will Bio doch nicht sein. Kupfer ist ein giftiges Schwermetall, erfahre ich, das vor allem im Obst- und Weinbau eingesetzt wird. Ich telefoniere mit Biobauern im alten Land in Niedersachsen. Aber keiner will über Kupfer sprechen. Erst in Süddeutschland werde ich fündig. Am Bodensee, im zweitgrößten Apfelanbaugebiet Deutschlands. Bauer Hartwig Roth ist einer der wenigen, der offen vor der Kamera zugeben will, dass auch er seine Äpfel spritzen muss. Er ist sogar bereit, mir das Kupferspritzmittel zu zeigen. Den Pflanzenschutzmittellagerraum. Hier lagern die Pflanzenschutzmittel. Richtig. Aha, und hier sind die Sachen, die Sie einsetzen gegen Ihre Schädlinge quasi. Ja. Also das Hauptproblem ist Schorf. Schorf ist das Hauptproblem, ja. Und was nimmt man dagegen? Ja, da haben wir einmal den Schwefel, dann haben wir hier den Kupfer, da halt das Funguran. Und dann haben wir ein bisschen Schwefelkalkbrühe. Funguran ist Kupfer. Ja. Und kann Sie mir das, darf man das anfassen oder ist das irgendwie gefährlich? Ja, nichts gefährlich. Und das ist aber dann, was heißen diese Zeichen? Steht unter Brenner. Oh. Was ist mir da drin? Umweltgefährlich, gesundheitsschädlich, oh Gott, aber das steht nicht. Ja, da steht auf jedem Pflanzenschutzmittel drauf. Und was heißt sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben? Ja, das ist das Problem, dass es einfach bei Wasser oder auf Fische ist es, für Fische ist es nicht gut. Aber, wohler wäre Ihnen wahrscheinlich auch, wenn es was anderes gäbe, ne? Ja, sicher, mir wäre am liebsten gar kein Pflanzenschutz. Das wäre mir das Liebste. Okay. Ja, sicher. Bei Bio wird also auch gespritzt. Pflanzenschutzmittel oder Pestizide, je nachdem, wie man es nennen will. Aber wie viel wird denn eigentlich ausgebracht? Am Julius-Kühn-Institut in Kleinmachnow bei Berlin will man seit 9 Jahren die Verbreitung von Pflanzenschutzmitteln erforschen. Die konventionelle Landwirtschaft liefert Zahlen. Aber die Ökoverbände weigern sich und boykottieren die Studie. Dr. Dietmar Rosberg leitet die Forschung. Wir haben jetzt dokumentiert, wie viel Pflanzenschutzmittel werden in der konventionellen Landwirtschaft ausgebracht, aber wir wissen überhaupt nicht, wie viele in der ökologischen ausgebracht werden. Das ist richtig. Warum glauben Sie, dann machen Sie nicht mit? Die Ökobauern meinen, sie tun auf dem anderen Gebiet noch wesentlich mehr als die konventionell Wirtschaftenden. Okay. Und insofern würde das, was sie mehr tun, dann unterschlagen werden und sie würden vielleicht so ein bisschen in ein falsches Licht kommen. Weiß ich nicht. Und was glauben Sie denn,
Was steht dahinter, warum Sie nicht mitmachen wollen? Vielleicht soll überhaupt nicht rauskommen, dass gespritzt wird. Ich hoffe immer noch, dass wir im Laufe der Zeit die Ökobetriebe auch noch überzeugen können, dass Transparenz durchaus nichts ist, was sie fürchten müssen. Am Telefon funktioniert die Transparenz ganz gut. Viele Biobauern erzählen mir von ihren Problemen. Nur öffentlich darüber sprechen will keiner. Und als ich selbst einen Anruf kriege, ahne ich auch warum. Da ruft mich der Chef von Bioland persönlich an, Herr Dosch, und fragt, warum ich recherchiere und dass es ihm nicht so recht ist, dass ich recherchiere und will mir eigentlich ein schlechtes Gewissen einreden, weil das kleine, zarte Pflänzchen Bio doch noch so klein und zart ist, dass man es doch mit negativer Berichterstattung eigentlich kaputt machen würde. Die Biobranche wird offenbar nervös. Bei allen Verdiensten der Bewegung, es gibt schon ein paar Dinge, die schief laufen. Untersucht werden die zum Beispiel hier, am Bundesforschungsinstitut Trenthorst in Schleswig-Holstein. Der Leiter Gerold Rahmann kennt die Schwierigkeiten, etwa bei der Biotierhaltung. Er könnte Fehler im System offenlegen. Im Vorgespräch war er sehr ehrlich, hat mir erzählt, dass in der Bio-Schweinehaltung viele Ferkel sterben und dass viele Bauern Krankheiten nur schwer in den Griff kriegen. Aber kaum läuft die Kamera, redet er alles klein. Als Verbraucher kaufe ich ja meinetwegen so ein Bioschwein und denke mir, das sind glückliche Tiere, die draußen leben und alles ist gut. Ist es so? Also das ist so. Also wenn ich jetzt als Verbraucher im Bioladen mir ein Schnitzel kaufe oder meinetwegen im Supermarkt ein Schweineschnitzel, dann denke ich ja, ich habe das Allerbeste gemacht, was ich machen kann. Also Sie haben sicher das Beste gemacht, was zurzeit auf dem Markt ist, weil was der Standard ist, der ist wesentlich höher wie im konventionelle Schweineproduktion. Was wir jetzt hier haben, ist noch viel besser. Herr Rahmann, beim Ökolandbau, was hat man da falsch gemacht oder was ist da das Problem? Also eigentlich, wenn man alles richtig macht, dann ist es unproblematisch. Wir müssen mal kurz stoppen. Herr Rahmann, Sie sind jetzt sehr defensiv. Ne? Ja. Absichtlich? Ja. Und dann erzählt er mir, dass auch er mit dem Chef von Bioland, Herrn Dosch, telefoniert habe. Und der ihn gewarnt hatte, dass wir seine Aussagen vielleicht falsch schneiden und gegen Bio verwenden würden. 3 Stunden führt er mich über das Gut, zeigt mir alle Tiere. Alles sieht blendend aus, alles prima. Probleme werden zwar benannt, aber schön geredet. Gut, so Herr Rahmann, Sie haben mich jetzt rumgeführt. Vielen Dank erstmal. Sie waren im Vorgespräch strenger oder schärfer als heute. Warum? Das ist ganz einfach. Ich hoffe, dass Sie wirklich nüchtern und neutral den differenzierten Ökomarkt auch zeigen, ohne dass Sie deswegen ihn grundsätzlich hinterfragen. Okay. Vielen Dank, Herr Rahmann. Vielen Dank. Ja. Okay. Wie sage ich immer, Bauer sei nicht dumm, stell auf Öko um. Ich bin ja kein Bauer. Aber genau dieses Hinterfragen muss doch erlaubt sein, gerade bei Bio. Es gibt Biobauern, die fordern Offenheit. Nils Odefey ist so einer. Sein Hof liegt im Wendland. Herr Odefey? Ja. Hallo, Anja Reschke von Norddeutscher Rundfunk. Nils Odefey, das ist ja nett. Ja, hier ist es ja nett. Odefey war mal Manager mit Personalverantwortung. Aber ein Haufen freilaufender Hühner war ihm irgendwann lieber. So stellt man sich Bio vor. Aber Nils Odefey hat gerade gar kein Bio-Siegel. Er hat seinen Biozertifizierer rausgeworfen, weil der nicht ordentlich genug kontrolliert. Und die Bio-Richtlinien sind ihm auch zu lasch. Und sagen Sie, so wie hier, ja? Sieht so die Masse der Bio-Hühnerställe aus? Leider nicht. Wir haben leider nicht genügend Deckung für unsere Freilandhühner. Im Biobereich ist ja alles oder sollte alles Freiland sein. Und Sie sehen Ausläufe, da ist nicht ein Baum und ein Strauch. Und dann, was machen die Hühner dann? Dann gehen die eben nicht raus, weil die einen Instinkt haben und Angst vorm Habicht. Der kommt ja von oben. Ach so, die Bio-Richtlinien schreiben ja vor, so und so viel Quadratmeter braucht ein Huhn. Aber es steht nicht drin, dass sie auch Bäume brauchen. Das steht nicht drin. Ist das jetzt, was Sie sagen hier, ist das artgerechte, genau tierschutzgerechte Haltung? Wir sind auch tierschutzzertifiziert. Ich bin davon überzeugt, alles, was über 500 in der Gruppengröße ist, ist aus meiner Sicht nicht artgerecht. Und wie viel erlaubt Bio? Ja, Tausende. Tausende? Tausende. 5.000er, 6.000er, 10.000er. Ställe sind im Biobereich leider heute gang und gäbe. Aber dann heißt es ja eigentlich, dass Bio auch nicht immer tierschutz- oder artengerecht ist. Davon bin ich überzeugt. Aber viele meinen, sie können ihr Geld damit verdienen, wenn sie 5.000 Biohühner in einen Stall packen. Nils Odefey.